Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu im Spore. Und genau, ich würde sagen, Leute, willkommen zur finalen Folge von Spore. Ja, es ist soweit, Leute. Ja, wir sind hier, wie ihr seht, kurz vorm Ziel. Ich würde sagen, heute ging was an. Ich suche mir jetzt hier nochmal ein paar Plaketten raus, die jetzt 20 Plakettenpunkte sogar. Ja, 10 Plakettenpunkte bräuchte ich aber eigentlich. Was haben wir hier? Sammle 20 Artefakte. Kaufe 6 Systeme. Hm. Laufbursche. Missionar. 4 Missionen? Na gut, die kriegen wir hin. Verbessere 20 mal den T-Score. Ah, Tourist, mache 10 kosmische Entdeckungen. 4 Plakettenpunkte, ja, das ist nicht wirklich viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Alles klar, Leute. Wir müssen noch 2 kosmische Entdeckungen machen. Wo sieht es denn hier interessant aus? Ich gehe mal ein bisschen raus. Da oben ist doch was. Hier, das da, das sieht doch interessant aus hier. Was haben wir denn da? Ist das ein Doppelstern, ne? Ja, aber das hatten wir schon, das hatten wir schon. Okay, was haben wir dann hier noch? Das da? Ist das auch ein Doppelstern? Da! So, Leute, wir haben die Tourist 2 Plakette. Sehr, sehr gut. Okay. Das war's schon. Das war's schon. So krass, ja, das war schon die erste Plakette. Wie wir sehen, wir brauchen nicht mehr viel. So. Vielflieger. Ja gut, da kann ich eigentlich nur hier... Vielflieger kann ich eigentlich nur hier ein bisschen... oh, was ist das denn hier? Da ist ja ein Alien. Okay. Ein gelbes Alien. Okay, sehr interessant. Das Blättreich. Okay, gucken wir uns die mal an. Willkommen, liebe Mitlebensform. Ist es nicht schön, Freunde am Dasein zu haben? Ihr seht witzig aus. Gut, mach mal eine Mission für die. Also, Diplomatie, zack, leb wohl. Oh, das ist so eine langatmige Mission, ne? Ja, komm, kommt, wisst ihr was? Machen wir. Dann machen wir halt diese langatmige Mission. So, Leute. Nee, noch nicht mal. Ach, verdammt nochmal. Truhe-Artefakte. Planet Monne, Zygne, hier, Zygne. Alles klar, Leute, dann sammeln wir mal die Artefakte. Ja, wie gesagt, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich die letzte Folge ist, aber ich denke es doch mal. Ich denke es doch mal. Hier haben wir die erste Truhe. Weil wir müssen nämlich auch nur noch 4 Missionen machen, dann kriegen wir auch da schon die nächste Plakette. Hm. Ja, und die Reise an sich... Die wird auch so, ja, 20 Minuten in Anspruch nehmen. Ah, das Apox-Reich. Die sind sogar aggro. Ultimatives Wesen Froschi. Wir glauben, er intendiert die Lieferung von drei Relikte an uns. Es reißt das mächtige Apox heute. Ja, kommen aber wieder. Okay, Leute, die sind gelb. Wir müssen die Sachen also dahin bringen. Alles klar, Leute. Oh, was haben wir denn da? Ah, nee, 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 das ist nix. Das ist nix, Leute. Schnell raus. Keine Zeit verschwenden hier. Weil wir sind wirklich fast am... Hä? Wo denn? Ah, hier, Ado? Ado, genau. Wir sind nämlich fast am Map, fast am Optimum, wie ihr seht. So, wo ist es? Sehr schön. Wir bewegen uns darauf zu und da ist es. Zurück, 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 zurück. Schnell. Ah, schnell hier weg. Das ist verdammt gefährlich, wollte ich gerade sagen. Okay. Diese Musik ist so geil. Wirklich. Alles klar, Leute. Jo, dann würde ich mal sagen. Gehen wir es mal an. Monne, ne? Ja, genau, Monne. Da ist, glaube ich, sogar noch ein Objekt, das wir direkt mitnehmen können. Hier ist was Neues, Leute. Auf diesem Objekt wurden keine Objekte geortet. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein Hinterhalt. Die Piraten haben dich mit einem fingierten Signal in eine Falle gelockt. Bereite dich auf die Schlacht vor. Ja, das können sie gerne versuchen. Die sind direkt weg. Piraten.
Da kommen kurz vorm Spielende noch mal ein paar Piraten raus auf einmal. Ja. So, zack. Dann haben... Wieso haben wir nur zwei? Wollen nämlich verkackeiern. Ach nee, ist richtig. Wir haben ja schon eins abgegeben, ne? Gut, dann gehen wir dahin und gib das nochmal ab, bitte. So, genau. So. Ja. So, dann kannst du uns mal bitte aufladen. Minus 20. Ja gut, komm, ist erstmal egal. Ich würde sagen, das lasse ich erstmal. Ich mache erstmal die Mission hier fertig, Leute. Und ja, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut, nach wie vor. So, da sind die Geilen. Gut, Leute, Diplomatie. Bündnis. Sehr schön. Jawoll. Gut, aber dich entlasse ich wieder. So, Leute, wo sind wir denn hier? Wir bewegen uns in die falsche Richtung. Gut, welche Plaketten haben wir denn noch? Wir brauchen noch 17 Plakettenpunkte. Das ist nicht wirklich viel. So, Leute. Reisender. Ah, nee. Zoologe. Kriegstreiber, 4 Kriege. Tourist. 20 kosmische Entdeckungen. Kaufe 100 Werkzeuge. Hm, Leute. Noch 3 Missionen. Was ist das? Speziesausrotter. Was? Mega-Reparaturset. Okay. Vielflieger. Ja, den Interstellarantrieb 5, den hätte ich schon noch ganz gern. Was haben wir hier? Umweltkatastrophe. Leibwächter. Ah, das ist alles so... Eroberer. Aber 10 Planeten. Ja gut, dann machen wir noch die 3 Kriege, würde ich sagen. Ne? Das geht ja schnell. Das X-Plix-Reich. Ach Mensch, Leute. Lasst euch doch in Ruhe. Aber jo, ich glaube, wir machen die Epochs hier machen wir kaputt. So sieht's aus, Leute. Wir haben wieder einen Heimatplaneten erwischt. Aber das ist egal. Ich würde sagen, wir machen die kaputt. Und dann... Ach Mensch, ihr seid so friedlich, ne? Nein, ihr seid nicht friedlich. Alles klar. Ihr schießt da rum. Ich sag zu euch, ihr seid friedlich. Und was macht ihr? Ihr schießt da rum auf einmal. So, Krieg. Spode befehlt uns, alle Ungläubigen zu vernichten. Da will schon wieder irgendeiner was. Ja gut, komm hier. Zack, zack. Die wollen wieder Stress. Ja gut, dann macht die alle nacheinander kaputt. So, Leute. Sehr, sehr gut. Dann können wir hier weitermachen. Alles klar, das sind wieder sehr viele Städte hier. Aber geht schon, Leute. Es ist alles für einen guten Zweck. Sag ich mal so. Jo. Spore, Leute. So. Kurz. Sehr, sehr gut. Dann hier weg. Und hier weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich den Krieg am Ende gegen die Crocs anfangen soll. Ich glaube nicht, Leute. Es gibt nämlich einen Funfact zu den Crocs. Habe ich euch ja erzählt, dass die in der Galaxie, im Zentrum der Galaxie wohnen und sie mega aggressiv sind. Die können tatsächlich nur auf Planeten überleben, die keinen T-Score haben. Also lebensfeindlich sind. Und ja, der einfachste Weg, um die Crocs zu vernichten, ist einfach, den Planeten zu terraformen. Mit unseren Werkzeugen, die wir gekriegt haben. Ne? Dann machen die kaputt. Die wollen ja nicht anders. So, Leute. Ja gut, die müssen sich halt verteidigen. Ne? Das ist ja klar. Gut, dann machen wir mal weiter. Weiter Städte kaputt machen hier. So. Ja, wie gesagt, also ich denke mal, es wird die finale Folge. Und zack. So. Weiter geht's Bomben hier. Los. Ja, die haben immer so viele Städte, ne? Das ist krass. So. Zack. Zack. So. Was ist jetzt los? Hallo? Was war das denn? Ah, weil ich die 1 gedrückt hatte, oder was? Sehr interessant. Naja, gut, okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die Sachen hier kaputt. So. Zack. 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 So, Leute, weg damit. Sehr, sehr gut. Er hat nur noch 3 Städte, alles klar. Na, was heißt nur noch? Die haben immer so viele, ey. Ja gut, aber haben wir ja auch. Also das ist ja schon logisch, ne? Heimatplanet und so. So.
Mach den kaputt! Verdammt nochmal. So. Zack. Wieder 53.000 gekriegt hier. Gar nicht mal schlecht. So. Ach doch, was machst du denn, Raumschiff? Warum bewegst du dich immer so komisch? So, und der will da wieder Stress. Dann macht ihn mal kaputt. Ja, so. Ich glaube, jetzt hat er wirklich nur noch eine Stadt, ne? Ja, er hat nur noch eine Stadt, Leute. Sehr, sehr geil. Gut. Dann würde ich mal sagen, Leute, hier, weg damit. Ja, die letzte Stadt von ihm. So. Ja, mach den kaputt. Los. Ne, den Planeten will ich aber nicht erobern, Leute. Nein, nein, nein. So. Mach den einfach weg. Das Eggbox-Reich wurde zerstört. Sehr schön. Was? Hä? Der schießt auf uns? Ja gut, dann gehen wir schnell hier weg. Der fliegt uns hinterher. Sein Ernst. Geh mal weg. Hallo? Gut, Leute. Wie sieht's denn jetzt aus? So, wo ist denn die Eroberer-Plakette hier? Was ist das? Breite dich in 13 Sonnensysteme aus. Ja gut, das kann man ja auch noch machen. Also ich meine, 4 Kolonien kaufen und irgendwo hinklatschen kann man noch machen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. So, dann fliegen wir nochmal nach Hause. Wir haben mehr als 10 Millionen Spore-Dollar sowieso. So. Und das ist da, genau. So, Heimatplanet. Ich bin wieder da. Hi. Ja, 4 Kolonien. Gratis, gratis. Gut, dann machen wir das noch eben. Hat ja auch seinen Charme, wenn man noch ein paar Monde dabei hat, ne? Okay, dann brauche ich jetzt noch Kolonien. Koloniepakete. Genau. Ach, ihr habt noch nicht mal Koloniepakete. Was soll denn das? Mensch. Ihr habt keine Koloniepakete. Okay. Das finde ich sehr interessant, aber gut. Vielleicht habt ihr ja welche. Gut, Leute. Koloniepakete. Die haben auch keine. Aber Moment, die kaufen das braune Gewürz ab. So, hier. 6.000. Weg damit. So. Wir haben aber 10 Millionen Spore-Dollar, das heißt, das passt schon soweit. Ja, vielleicht haben die ja welche Koloniepakete. Günstige. Ich befürchte auch nicht, weil das nur ein Mond ist. Doch, haben sie. Sehr gut. Gut. Ah, wir müssen noch das Megageschütz aufstellen, sehe ich gerade. Gut, dann stell das auf den Heimatplaneten auf. Weil falls uns jemand angreift, was ich nicht glaube, aber stellen wir das einfach mal hier auf. So, Leute. Das fliegt jetzt nämlich hier rum und wehrt Feinde ab. Schaut mal, das sieht so aus wie so eine Mini-ISS. Und es fliegt rum hier, schaut mal. Es fliegt hier rum und ja, dann wehrt der Feinde ab. Alles klar, hi. 2 Koloniepakete, bitte. Gut, dann würde ich sagen, verbreiten wir uns nochmal ein bisschen. 4 weitere Sternensysteme wollen die haben. Ja, dann verbreite dich einfach. Da ist schon jemand. Schade. Da ist noch keiner. Gut, dann nehme ich mal diesen Mond. Klatsch da einfach mal eine Kolonie drauf. Gut. Dann hier zack. Und da hinten. Da ist sogar ein Objekt. Ein Planetenwerkzeug. Ja, das ist nicht so toll hier. So. Dann gib mir das und schnell weg hier, Leute. Schnell weg hier. So, Leute, wir haben den Planeten kolonisiert. Sehr gut. Das war sogar meiner mit pinkem Gewürz. Ja, na dann. Alles klar, da ist auch keiner. Gut, dann gehen wir mal hier drauf. Schmeißen da mal eine Kolonie drauf. Zack. So. Direkt weg. Zack. Ja, wir beeilen uns gerade so ein bisschen. Weil ich möchte vielleicht diese Woche wirklich die finale Folge machen. Also diese Folge hier. Deshalb, ja. Ich fokussiere mich jetzt rein auf Plaketten. Warum dauert das so lange zum Aufladen, Mensch?
Wir kolonisieren jetzt ein paar Monde. Hier ist es wirklich nicht lebenswert, aber wir machen es halt trotzdem. So. Weil die wollen das halt so, ne? Son, okay. Alles klar, dann... haben wir hier noch was? Da können wir auch drauf sogar. Sehr, sehr gut. Dann nehmen wir den hier. T1 sogar. Geil. Sogar nicht so gefährlich hier, ne? Schaut mal. Wir könnten hier sogar... hier. Wir können hier sogar T2 machen. Richtig gut. Ja, dann mach mal T2, Planet. Sehr, sehr gut. Machen wir ein paar Wolken hier. Der Planet hat nämlich keine Atmosphäre. So, ich glaube, das reicht. Das reicht an Wolken. So, dann machen wir hier, zack. Sehr, sehr gut, Leute. Die Kolonie packt sich aus. Hier ist sogar eine Reihe voll. Das ist ja richtig krass. So. Reich-3-Plakette, tatsächlich, Leute. So, wir haben's. Wir haben die Reich-3-Plakette. Die wollten wir ja haben, ne? Alles klar, dann würde ich mal sagen... jo. Was steht als nächstes an? Nee, das ist blöd. Fehlflieger, 500 Mal durch... verteidige 10 Freunde. Erobere 10 Planeten. 3 Missionen. Oh. Es ist wirklich nicht mehr viel. Gut, noch 3 Missionen. Und dann noch eine Mini-Plakette hier. Was nehmen wir denn da? Umweltkatastrophe. Eroberer. Noch zwei Planeten platt machen. Ja. Hört sich gar nicht mal so schlecht an. Allerdings, Frage ist, wo, ne? Ich glaube... ja, genau. Die Frage ist, wo? Ich bin jetzt auch halb leer, ne? Das ist jetzt blöde. Ich muss mich mal aufladen gehen. Das Blättlereich. So, hi. Das ist so geil. So, den Megalaser bräuchte ich eigentlich auch noch, aber das ist alles... so, wo haben wir denn hier neue Alienrassen, Leute? Ich meine, die schicken uns ja schon bestimmt irgendwelche Signale. Da, Leute. Ah, das sind auch blaue, okay. Ja gut, dann... ein neuer Verbündeter. Hi. Sehr schön. Bitte nimm unser Geschenk an. Und einmal... eine Banane, ernsthaft. Eine Banane, Leute. Oh Mann. Gut. Vielen Dank, aber dich brauche ich nicht. Bye bye. Ja, genau, Leute. Und ja, also, puh. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, zwei Planeten zu finden. Und zwar keine Heimatplaneten. Was ist das denn? Seltene galaktische Formation gefunden. Sehr, sehr gut. Hier ist noch ein Wurmloch, Leute. Ich glaube, das zählt auch. So. So, was können wir denn hier noch machen? Was ist das denn da hinten? Da komme ich noch nicht mal hin. Doch. Feindliche UFOs überfällt deine Gewürzlager. Ja gut, lass die machen. Lass die machen, das sind Piraten, Leute. kümmert mich erstmal nicht, ohne Witz. So, haben wir hier nochmal sowas Exotisches. Nochmal ein Doppelstern. Sehr, sehr gut. Klassischer Doppelstern, ne? Daviana A und B. Sehr interessant. Das war doch hier diese Tourist. Noch 6 Stück. Das kriegen wir tatsächlich noch hin, Leute. Noch 6, ja. Entdeckungen machen hier. Ja, das ist aber normaler. Gut. So, noch 6 Entdeckungen. Da hinten sieht es doch... was ist das denn? Was ist das denn da? Da ist ein Signal. Ach, ich bin wieder zurück. Ach, deswegen. Okay. Alles klar. Nee, die Piraten, die lasse ich mal da hier Unheil treiben.
Ja, lass die einfach. Die können die Gewürze klauen, die werden eh wieder nachproduziert, also von daher. Jo. Ist mir gerade egal, ich würde ganz gerne nochmal so ein paar Sachen hier erkunden. Was haben wir hier? Ist auch ein normaler Stern, ne? Ja. Na, kommt. Geht weg, ihr blöden Ufos. Oh, was haben wir denn da? Da ist noch ein Alien hier. Kopter. So, Leute, das Jarzo-Reich. Hallo. Willkommen, liebe Mitform. Ja, alles klar, cool. Diplomatie, Geschenk. Die sehen ja geil aus. Oh Mann, gut. Aufladen, alles klar. So, Leute. Ja, wir brauchen nur noch... Ja, was ist das denn hier? Das Popero-Reich. Hast du es, Jungläubiger? Ja, gut. Ich muss ja sowieso noch ein paar Planeten platt machen. Also von daher... Dann machen wir die mal kaputt. Der will auch mit uns reden hier. Wir vom Popero-Reich haben Spodes Wort angenommen. Du aber nicht. Was könnten wir wohl gemeinsam haben? Auf deinen Jet zurück. So. Der will Stress? Ja, dann... So. Mach die kaputt. So schnell gibt's Krieg. Der Spodifikationskrieg hat begonnen. Spode sei mit uns. Alles klar. Ja dann, mach die kaputt. Ich lasse die Kohle jetzt einfach liegen, Leute. Ich brauche die Kohle nicht unbedingt mehr. Ach, das ist ja easy hier. Der hat einfach nur hier kolonisiert. Weg damit. Aber die nehme ich schon noch mit. 34.000. Ja, weg damit. Weg damit, Leute. So. Der wollte nämlich gerade anfangen, sich hier auszubreiten. Wie viele Planeten muss ich noch kaputt machen hier? Hier. Nee, Leibwächter war es nicht. Hier. Nur noch einen. Ja, okay. Da muss ich nur noch den Heimatplaneten von denen tatsächlich platt machen. Ja gut, dann mache ich das eben schnell. Und dann können wir tatsächlich bald unsere Reise beginnen hier. Ja, gut, dann... Mach die noch kaputt hier. Die Kohle lasse ich jetzt tatsächlich liegen erstmal. Geht nicht anders. Ich brauche einfach hier... Ich mache einfach nur die Städte kaputt. So. Die Kohle brauche ich nicht unbedingt. Ich habe 10 Millionen Spore-Dollar. So, mach die kaputt. Die haben alle gleich viele Hitpoints, ne? Die sind alle gleich stark irgendwie. So. Na gut. Zack. 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 So, weg damit. Der will nochmal Stress. Ja dann. Popero-Reich, mach die kaputt. Los. So. Ja, wie gesagt, ich lasse die Kohle hier liegen. Leute. Ja, ich möchte nur Städte wegbomben hier. So, zack. Und weg damit hier. So, weiter geht's. So schnell wie möglich hier den ganzen Driss wegmachen. So. Zack, 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 zack. Und weg damit. Sehr gut. Und hier wegmachen. So. Und weg damit. Sehr schön. Leute, nächste Stadt. Aua. Aua, verdammt. Ey, lass mich raus. Ah, da will wieder einer Stress. Ja gut, dann weg damit. So. Und wegbomben damit. So, weg damit. Sehr gut. Schön wegbomben, die ganze Kacke. Ist okay. So, Leute. Hier noch. So. Und zack. Zack. Sehr schön. Ich glaube, wir schaffen es, diese Folge tatsächlich noch, ja, das Projekt zu beenden. Weil viel ist es jetzt wirklich nicht mehr. So, mach das noch weg. Zack, mach den kaputt da, los. So. Das Popero-Reich... Mega-Laser. Tatsächlich, Leute, wir können den Mega-Laser uns besorgen, Leute. Sau gut. Uns fehlt nicht mehr viel. Ihr seht, es ist fast geschafft. Ja, kurze... So, Leute, ja, da bin ich wieder. ja, meine Frau war ganz kurz da. Ich glaube, wir waren jetzt gerade noch dabei, die allerletzte Plakette uns zu besorgen, ne? Wir brauchen nur noch 4
Plakettenpunkte, Leute. 4 Plakettenpunkte. Wir sind so nah dran, dieses Spiel zu beenden. Da muss ich jetzt gerade erstmal gucken, was denn am schnellsten geht. Beginne 10 Kriege. Nein, nein, nein. Hier. Ökoheld. Leibwächter. Verteidige 10 Freunde. Reich. Nee. Ja gut, wir brauchen noch 4 kleine, mickrige Plakettenpunkte. 3 Missionen. Oder Tourist. Mache noch 6 kosmische Entdeckungen machen. Hm. Was ist das hier? Erkläre deine... sind aggressiv. Nee, Leute. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Also, das muss nicht sein. So, die nächste kosmische... zählt das? Tourist? Ja, das zählt. Gut. Also nur noch die Wurmlöcher abfliegen, Leute. Oh mein Gott, wir sind so nah dran, dieses Spiel zu beenden. Wir sind so nah dran. Wirklich. Noch 4 Stück. Oh mein Gott. Jetzt ist es wirklich, wirklich nicht mehr viel. Es ist wirklich nicht mehr viel, Leute. Ökokatastrophe. Hier sogar. Voll in der Nähe, Leute. Ich würde sagen, das wird die letzte Aktion werden. Zusammenbruch des Ökosystems verhindern. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wir sind so nah dran, ein ultimatives Wesen zu werden, Leute. Wir sind so nah dran am ultimativen Dasein. Wow. Das ging jetzt am Ende echt schnell. So, ich glaube, wenn wir diese Öko-Katastrophe hier... Zack. Wir haben's. Erreiche die Meisterklasse der Stufe 10 als Händler. Oh mein Gott. Glückwunsch, du hast dir die höchstmögliche Stufe verdient. Du bekommst den Titel Omnipotent. Gut gemacht. Oh mein Gott, danke fürs Kommen. Wir haben's. Leute, wir haben's. Wir haben 10 Millionen Spore-Dollar. Aber das ist mir jetzt gerade scheißegal. Ich gehe auf meinen Heimatplaneten. Es geht los. Wir machen... wir sind omnipotent. Wir haben alles voll. Wir machen unsere Reise ins Zentrum der Galaxis und zu den Groks. Lasst uns aufbrechen, Leute. Heimatplanet, wir besuchen dich noch ein letztes Mal. Gut, Leute. So, T3. Kauf dir jede Menge Proviant, Leute. Wir brauchen viel Proviant. Also erstmal natürlich hier verkaufen, klar. So, was brauchen wir? Planetenklatsche. Nein, wir brauchen... für unsere Reise brauchen wir... hier, Reparaturset. Wir brauchen... Hä? Die haben ja gar nichts. Ach, verdammt. Wir brauchen jede Menge Medipacks. Leute, wir brauchen Medipacks, wir brauchen Energiezellen, also Batterien auf Deutsch gesagt. Gut, wir brauchen den Megalaser. Habt ihr den? Ihr habt den Megalaser. Sehr, sehr schön. Oh, sehr gut. Megalaser. Gegen Ziel am Boden eine starke Präzisionswaffe. Interstellarantrieb 5 krieg ich leider nicht. Aber ihr habt auch keine Aufladedingens, ne? Nee, leider nicht. Ich brauche hier sowas hier. Ich brauche Reparatursets und Energiezellen, Leute. Verdammt nochmal. Hat denn keiner das? So, Leute, die halbe Stunde ist vorbei. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir machen jetzt noch kurz diese Reise. Alliierten Reparatur. Ach Mensch, Leute. Warum hat das denn keiner? Megaprotonenrakete, ja gut. Gut, Leute, Hullreich. So, sei gegrüßt, Hullreich. Ne, die haben es auch nicht. Ach Mensch, wir hatten das. Jetzt bin ich so kurz vorm Ziel und keiner hat das Equipment dafür. Mensch, Mensch, Mensch. So. Ne, die haben gar nichts. Die haben alle irgendwie... ich weiß auch nicht.
ich weiß auch nicht. Also es ist alles ein bisschen mehr seltsam hier, warum die keine Energiezellen haben. Gut, Leute, genau jetzt ist die halbe Stunde voll. Wir sind ein omnipotentes Wesen. Ach Mensch, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn das? Hat denn keiner hier irgendwelche Energiezellen für mich? Ich brauche Energiezellen und Reparatursets. Ohne kann ich es vergessen. Leute. Das kann nicht wahr sein, ne? Moment. Schild. Ah, hier. Mega-Energiezellen. Die haben es schon mal sehr gut, Leute. Die haben schon mal Energiezellen. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch Mega-Reparatursets. Vielleicht haben die das ja hier. So, wir haben unsere drei Mega-Energiezellen. So, hi. Diesen Mini-Autoblaster, ja, kauft den dir einfach. Den, wir brauchen nämlich auch Reparaturset normale. Normale Mini-Reparatursets. Stellt einen Teil der Gesundheit wieder her. Ja, komm, kauf das mal. Gut. Wir müssen uns nämlich ordentlich vorbereiten. So, wir haben den Mini-Autoblaster an. Gut, Leute. Wir haben hier wirklich nichts mehr an, ja. Habt ihr das denn? Ihr habt einiges, ne? Autoblaster, sehr gut. Nimm den größeren Autoblaster, sehr gut. Okay, habt ihr denn... Ah, ihr habt Mega-Energiezelle. Reparaturset. Ja, okay, kommt. Objekt kaufen. Gut. Alles klar, dann kaufe ich mir einfach ganz viele... Moment, ich kaufe mir nochmal so Energiezellen da. Energiezellen, so. Kaufen, bitte. Die werden wir brauchen. Ich werde mir einfach noch mehr Medipacks kaufen. Also normale Medipacks. So, Leute, wir haben den Autoblaster eingeschaltet. So, hi. Gut, 20.000, dann verkauft das direkt mal. Zack. Hier hat leider auch nur normale Reparatursets, ne? Aber das ist in Ordnung. Boah, mega Autoblaster. Sehr, sehr gut. Oh la la, ja. Das sehe ich auch so, Leute. Gut, was haben wir hier oben noch? Wir haben Mega-Energiezellen. Der Rest ist eigentlich in Ordnung, ne? Komm, kauf diesen Schild einfach. Gut, Leute. Es geht los. Lasst uns ins Zentrum der Galaxis reisen. Dazu sage ich jetzt einfach mal auf Wiedersehen. Gut. Wir machen uns auf die finale Reise von Let's Play Spore. Leute. Raus hier. Raus aus diesem Wurmloch. So, ich bin richtig nah dran. War das hier? Ne, da war noch ein... Stimmt, da war noch ein anderes Wurmloch hier, ne? Sind denn hier schon die Grogs? Weiß ich nicht. So, Leute. Ich gucke mir mal die Geschichte an. Ja, Krieg begonnen. Meisterplakette erhalten. Sehr, sehr gut. Okay, 3 Milliarden Jahre. 365 Millionen. 251.300 Jahre. Wir machen uns weiter Richtung Kern der Galaxis. Oh, das tut mir leid. Die einmalige Reise. So. Wir sind nah dran. Wobei ich fürchte, das könnte ein bisschen eng werden. Aber gut, wir haben ja uns vorbereitet. Versuchen wir es einfach mal, Leute. So. Einfach hier die ganze Zeit weiterklicken. Einfach hier weiter. Nicht, dass sie dich da angreifen. Mensch. So, Leute. Weiter. Die schießen dich nämlich sofort ab hier. Seht ihr das? Die schießen einen sofort ab hier. So, wo ist es denn? Verdammt nochmal. Da hinten.
Alles klar, wir haben zum Glück den Mega-Autoblaster hier. Sehr, sehr gut. Im Medipack und hier. Energie. So, weiter geht's. Nein. Wir hängen fest, aber das ist okay. Wir können uns verteidigen. Wir können uns verteidigen. Leute, das ist eine mega geile Erkenntnis. Wir können uns verteidigen gegen die Grogs. Schaut mal. Wir können uns ordentlich verteidigen, ja? Das ist doch schon mal gut. Och, nein, jetzt bin ich hier schon wieder. Leute, das ist nicht einfach. Wir müssen natürlich uns hier einen vernünftigen Weg durchsuchen, ne? Das ist ganz klar. Gut, vielleicht ja hier durch. Okay, Medizin, Energie. So, voll. So. Ja, das ist knapp. Aber es geht, Leute, es geht. Lasst uns hier durch. Wir wollen nur... Oh, wir sind gleich da, Leute. Wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Alles klar. Weiter. Weiter rein hier. Los. Weiter rein hier. Energie heilen. Los. So, sehr, sehr gut, Leute. Wir haben es gleich. Es ist nicht mehr weit. So, Leute. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Oh mein Gott. Wir sind da. Das sind so viele. Das sind so viele. Nein! Verdammt. Verdammt. Okay. Wir waren dort. Finde das Zentrum der Galaxie. 42. Wir waren dort. Allerdings hat unser haben leider unsere Systeme nicht ausgereicht. Wir probieren das Ganze noch einmal. Schade, dass wir keine Mega-Reparatursets hier haben. Okay, egal, Leute. Wir probieren es einfach nochmal. Nein, ich möchte das kaufen, bitte. Dann müssen wir direkt da rein, hä? Wir müssen direkt da rein. Wir können uns nicht ausruhen. Objekt kaufen. Die Grogs, die sind schon echt heftig, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Aber ich habe eine andere Idee. Ich weiß, wie ich es mache. Gut, das war ja das hier, ne? Genau. Ich weiß, wie ich das mache, Leute. Ich sehe jetzt den Pfad. Ich werde jetzt direkt weiterfliegen. Und dann werde ich in der Nähe vom Zentrum der Galaxis auf einen Planeten fliegen und die ganzen Raumschiffe kaputt machen. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Zeit, um den Moment zu genießen. So, hier geht's weiter. Nächstes Wurmloch. Ja, ihr seht, die Reise ist sehr beschwerlich. Aber wir haben unsere Waffen, Leute. Muss auf dem Planet sein, seht ihr? Der Schild. Ja. Gut, alles klar, Leute. Wir haben Megawaffen. Das heißt, wir können es theoretisch mit den Grogs aufnehmen. Sehr, sehr gut. Wir haben... Moment, hier. Reiseverlauf, genau, Leute. Genau, los geht's. Nochmal hier, los geht's. Na, ist das... Ja, das ist der richtige Weg hier. Alles klar. Raus hier. Einfach raus hier, Leute. Diese ganzen Raumschiffe, die nerven, Leute. Die nerven richtig. Und einfach weiter, einfach weiter. Einfach weiter hier in diese Richtung. Und dann zeige ich euch jetzt gleich mal einen Grogs-Planeten. Und zwar genau hier, Leute. Ah, geh hier runter. Und geh hier rein. Ach du Heilige. So, Leute, wir sind auf einem Grogs-Planeten. Da ist was auf dem Schiffsradar. Schaut mal da, Leute, die Grogs. Genau. Wir haben die Grogs gefunden. Alles klar. Könnte das eine Grogs-Kolonie sein? Sie sind in der ganzen Galaxie wegen ihrer Kaltblütigkeit berüchtigt. Also Vorsicht. Das ist eine Grogs... Das ist ein Grogs-Planet, die Verrückten. Die verfolgen uns immer noch, ne? Ja, die verfolgen uns. Aber ich nehme einfach die Rakete. Weil wir können es mit denen jetzt nämlich aufnehmen. Wir haben den Megalaser, Leute.
So, Grox. Dann machen wir die kaputt. Ja, wir sind im Krieg, ich weiß. Dann mach die kaputt einfach. Das ist meine Taktik hier bei denen. Wir sind jetzt im Krieg, ja, ja. Ja, ja, liebe Grox. Ist gut. So, Leute, wie ihr seht, die Grox, die können nur auf, wie gesagt, nicht auf Terra 3... Oh, wir haben ein bisschen Ruhe. Die können nicht auf Terra 3 Planeten existieren. Okay, gut, alles klar. Mach das auf. Ich speichere das Ganze mal. Weil es ist wirklich schwierig. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Das ist wirklich schwer. So, weiter geht's hier. Direkt weiter, direkt weiter, direkt weiter. Einfach hier weiterfliegen. Nicht stehen bleiben. So, einfach weiter, 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 weiter. Und weiter, weiter, weiter. Und erstmal hier oben drauf. Und erstmal hier unten rein. So, Leute, die muss ich erstmal alle kaputt machen jetzt. Schild. So, mach mal ein Schild an. So. Wie ihr seht, die halten 4 Raketen aus. So, putz. Und weg. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr gut. Seht ihr das? Die haben nur T0-Planeten als ihre Heimat. Hä? Was ist das denn für ein Ding? So, wir sind bald wieder da, Leute. Gut. Weiter geht's. Oh nein, meine Energie! Ach, verdammt. Da muss ich hier nochmal rein. Ach, verdammt, Leute. Ach, blöde Grox. Wirklich. Ihr seid so... Ihr seid so blöd, wirklich. Ach, Mann. Okay. Wir kämpfen uns dann halt den Weg durch in das Zentrum der Galaxis, wirklich. Dann kämpfen wir uns halt den Weg dadurch. So. Weiter geht's hier. Mann. Okay. Gut. Alles klar. So, hier haben wir ein bisschen Ruhe. Wir sind nicht mehr weit weg, Leute. Da ist es. Der galaktische Kern. Alles klar. Gut. Warum kommen wir nicht dahin? Die Grox greifen... Ernsthaft? Jetzt greifen sie so einen Planeten an hier? Ach, verdammt. Ach, verdammt! Ach, Mensch, wo war denn der Weg? Ja, ich weiß es jetzt gerade nicht. Wo ist der Weg gewesen? Hier, ne? Ja, ja, genau. Lass die unseren Planeten angreifen. Ist mir kack egal gerade. Es war klar, dass die angegriffen kommen jetzt, ne? So, Leute, nein, 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 um Gottes Willen. Oh, das sind so viele. Das sind so viele. Leute, einfach hier drauf da. Oh mein Gott. Nein! Verdammt. Scheiße. Och, Mann, Leute. Müssen wir laden, Leute. Müssen wir einfach nochmal laden. Das ist... Zurück zum Hauptmenü. Nicht speichern. Nicht speichern. Das ist schwer. Das ist schwer, Leute. Ich sage es euch. Das ist schwer. Das ist schwer, da wirklich mal so reinzukommen. Aber wenn man einmal da drin ist, es lohnt sich wirklich, Leute. Folge gleich 45 Minuten alt. Ich muss mir da einen Weg durchsuchen. Ne? Hier einfach geradeaus. Okay, hier einfach geradeaus, Leute. Vielleicht greifen sie ja diesmal nicht an. Wer weiß. Alles klar, Leute. Einfach hier durchfliegen. Einfach hier durchfliegen. Gut. Einfach hier rein. Lass mich doch hier rein, Mann. Das ist ein Wurmloch sogar. Krass. Ja gut, dann muss ich erstmal hier durch. Da war da echt auf einmal ein Gasriesen. Das ist unglaublich. Gut. Dann mache ich die jetzt halt nochmal kaputt hier. Los. Dann macht die alle kaputt. Das sind so viele. Macht die kaputt. Ihr könnt mich mal, ihr blöden Gorks. So, das eine ist weg. So, wir führen Krieg gegen die mächtigste Rasse im Universum heute. So, Schild. Einfach anmachen mal kurz. Und dann haben wir es schon hier. Wir haben den Mega-Laser hier. So. Seht ihr das? Die Schiffe sind zerstörbar, wie ihr seht. Um Himmels Willen. So, gut. Energie aufladen, bitte. Reparaturset. So, wir sind voll. Die Grox greifen den Planeten Aff an. Doch, okay.
Das ist aber egal, Leute. Wir sind so nah am Zentrum der Galaxis dran. Das ist unfassbar, Leute. Gut, dann einfach hier lang. Hier lang, bitte. Oh mein Gott, das ist so knapp bemessen, ne? Nein, ich komme wieder nicht rein. Das sind so viele. Um Himmels Willen, ey. Wieder 4 Stück. Oh mein Gott. So, dann... Mach die einfach kaputt. Verdammt nochmal. Wie ihr seht, die überleben auf T0-Planeten. Ja, das ist... Mach die kaputt. Ich benutze einfach meine Taktik hier bei denen. Einfach rückwärts fliegen und die Raketen schmeißen. Und einfach zwischendurch mal heilen. Die heilen sich auch. Oh Mann. Gut, Leute, wir führen Krieg gegen die Grox. Mach den kaputt da. So, Leute. Weiter Schiffe kaputt machen hier los. Oh nein, die Raketen treffen nicht. Ja gut, dann auch dann den Laser. Ah, verdammt. Gut, dann macht die halt kaputt. Die sind auch ganz schön stark, ja? So. Nochmal heilen. Uiuiui. Was ist das denn? Was war das denn? Du hast die Leibwächter 3-Plakette erhalten, okay. Die Grox haben den Planeten abverlassen. Oh, sehr schön. Gibt's hier jetzt noch einen? Nein, okay. Gut, Leute. Meine Güte, wie geht's denn weiter hier? Ich bin jetzt wieder in der Sackgasse, ne? Das ist irgendwie... Da ist ein direkter Weg. Oh Mann, ich bin wieder voll in die falsche Richtung geflogen. Verdammt nochmal. Ja, das ist sehr spannend, wie wir sehen. Ja, wir müssen uns hier durch die ganzen Grox-Schiffe navigieren. Das ist nicht so einfach, wie ihr seht. Also, ganz und gar nicht einfach. So, Leute, am besten hier durch. Genau, hier durch geht's, glaube ich. So, dann geh nochmal hier rauf, hier. Geh einfach mal auf den Planeten. Ach, verdammt nochmal. So, der Schild ist wieder da. Fertig, ne? Der Schild ist fertig, sehr gut, Leute. Dann kommt ruhig her. Dann ist mir das jetzt scheißegal, was ihr da macht. So, Groxreich. Weg damit. Wie ihr seht, die Grox-Schiffe sind zerstörbar, tatsächlich. So, da ist noch mehr. Das kommt, da sind noch mehr Leute. Zum Glück, oh, 2000. Ihr seht, die Schiffe sind schon ziemlich stark, ja. So. Mach da kaputt da, los. 2400, ey, meine Güte. So. Wie viele Raketen haltet ihr aus, hä? So. Habt das jetzt. Ich habe nur noch 2 Energiezellen und 7-mal Heilung. Okay, Leute, das ist erstmal egal. Wir waren doch eben da, Mensch. Warum bin ich da nicht einfach reingegangen? Ich glaube, hier geht's auf dem direkten Weg zum Zentrum. Einfach weiterfliegen, Leute. Einfach nur weiterfliegen. Ich habe nicht mehr viel Energie. So, aber ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee hier. Ach, verdammt. Okay, nein. Mach den Kack hier auf. Los. Fliegen. Einfach weiterfliegen. Einfach weiterfliegen, ey. Oh, verdammt. Gut, alles klar. Die Grox. Scheiß Energie aufladen hier. Los. Flieg doch dahin. Okay. Okay, ich hab's gleich. Wir haben's gleich. Sehr gut, Leute. Und rein hier. Und mach die ganzen Schiffe kaputt. Los. Boah, wir haben es gleich geschafft hier. Schaut euch das an. Wie viele Schiffe wir jetzt hier am Arsch kleben haben. Wirklich. Oh Mann, ich brauche eigentlich den Schild, ne? Dann heil dich mal bitte. So, schaut mal, wir haben 5 Dinger von denen am Arsch kleben, ey. Wirklich. Aber die halten zum Glück nichts aus. So. Alles klar, konzentrieren hier. Konzentrieren. Eins ist weg, Leute.
Eins ist weg. Die Grocks. Verdammt nochmal. Ja, der Laser. Ist der Reichweite? Nein, nein, nein. Bevor der sich heilt, weg mit dem. So. Weiter die Grocks killen. So. Und der hat sich noch einer geheilt hier, ne? Ist aber ein bisschen... Das ist aber egal. So. Heil dich nochmal. So, Leute. So. Oh, haben wir sie jetzt? Da kommt noch einer. Okay, einen haben sie noch. Zum Glück haben wir diesen Autoblaster, wirklich. Und wie ihr seht, Leute, wir bomben jetzt mal eine Stadt von denen weg. Aber Moment, der hat noch ein Schiff gebaut hier. 2400! Du Heilige. Das ist wirklich heftig, Leute. Am besten nicht rumspielen hier, ne? Oh Mann, Alter, die sind so heftig, ey, Leute. Die sind so heftig, ich sag's euch. So, dann lasst uns mal eine Stadt von denen kaputt machen. Wir machen eine Großstadt kaputt, Leute. Das ist wirklich nichts. So, seht ihr das? Schon sind die Grocks nicht mehr auf diesem Planeten. 49.000, genauso viel. Alles klar, Leute. Wir brauchen volle Energie. Alles klar, Leute. So. Gut. Dann haben wir die Stunde auch gleich voll. Allerdings, ja, ist das die letzte Folge, deshalb. So. Galaktischer Kern. Alles klar, rein hier. So, der galaktische Kern, Leute. Genießt die Cutscene. Es ist das Ende von Spore. Greetings, Mufrank. Vunatarbel Vinifua. Nahubert Muini Ustiklops. Alubawa, Vuna Unkubut Mani Fazundifrip. Fau Frog Stippets. Bukas Vuna Bebua Miki Pipua. Verhurruni Biflips Harumi Deserbut. Working Ad Vibslip to the next level Fazundifrip. Triunidon Vuinarbo Sibu Wabamini Kukles Worms Chun Slim Bayep Kanukult Verkrior Biviflips Hanu Glanjinovult Iba Mao Tweem Favuta Groinix Groinix Neem Jaxibin Sinap Skirpy Abib the Dreams a Hunk Thibamweb Some of whom me mask. Ha isti mastorius vos. Empusas is zilch grignowers. Munglavu basked. Wie gesagt, ich lese es nicht vor. einfach um den Flair der Cutscene zu erhalten. Moon Steve. Ja, Leute. Im Inneren der Galaxis erwartet uns erstmal ein Drogentrip und dann ein sprechendes UFO. Aber ja, okay. Du hast den Stab des Lebens erhalten. Wir sind allmächtig, Leute. Wir sind allmächtig. Ach du Heilige, ey. Drogentrip. Aber ja, Leute, das ist das Ende von Spore. Also ich meine, ja.
Erinnert mich ein bisschen an Contact. Oh, schaut mal hier. Stab des Lebens, Leute. Auf einem Planeten einsetzen, um ihn sofort vollständig zu terraformen. Wir haben die Macht, Leute. Galaktischer Kern. Können wir noch mal rein? Nein. Galaktischer Kern. Wir haben es geschafft. Wir sind von einer einzelnen Mikrozelle rein in den Kern der Galaxis, haben die allmächtige Macht bekommen, umgeben von den Groks. Die haben jeden Stern kolonisiert hier fast. Die haben jeden Stern kolonisiert, ja. Fast. Und wir sind da. Im Zentrum der Galaxis, Leute. Wir sind im Zentrum der Galaxis und wir können... Ich zeige ihn euch. Die Groks. Macht ihr... Oh, das sind so viele, Leute. Aber egal. Ich zeige euch den Stab des Lebens. Hier. So. Weg damit. Stab des Lebens. Schaut mal da. Schaut mal. Der Planet wird terraformt. Schaut euch das mal an, Leute. Überall Gewitterwolken. Aber schaut mal hier. Du hast die Groks auf diesem Planeten vernichtet, indem du den Planeten auf Terra T1 terraformt hast. T2. Schaut mal, Leben entsteht. Oh mein Gott. Es entsteht Leben. T3. Und wir können jetzt hier Kolonien errichten, wenn wir wollen. Wir haben aber leider keine Koloniepaket. Leider sind die Groks immer noch da. Oh Mann. Aber ja, wie ihr seht, aus dem Mond ist ein T3-Planet geworden. Oh mein Gott. Mit Kristallen. Krass, Leute. Ja gut, da muss ich jetzt halt erstmal die Groks hier platt machen. So, mach den Schild an. Und Nummer 2. So, schaut euch das an. Boom. So. Boom. So, schaut euch an, wie viele das sind. Wenn der Schild jetzt ausgeht, ne, bin ich direkt tot. So. So, und weg damit. Weg mit den blöden Groks. Wirklich. So. Weg damit. So. Schaut euch das mal an, wie viele Schiffe die Dinger haben, ey. So, ja, Leute. Einöde, ihr seht, perfekt terraformter Planet. Richtig gut, ey. Richtig gut. Und Planet von den Groks befreit, Leute. T3. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Wo können wir denn am besten hin, wo nicht so viele Groks kommen? Da kommen immer so viele, oh Mann. Aber egal, Leute. Ich möchte euch diesen Stab des Lebens noch einmal zeigen. So, Leute. Wir haben auch eh nichts mehr. Stab des Lebens. Ihr seht, das ist ein Mond, eine Einöde. Schaut euch das Ding an. So. Boah. Oh, verdammt. Oh mein Gott. Einfach fliegen, Leute. Einfach durchfliegen hier. So, T1. Ihr seht... Es entsteht Leben. Hier entsteht wieder Leben, Leute. T2. Schaut euch das an. Ja. Wir kriegen am Ende von Spore also die ultimative Macht. Leute, wir kriegen die ultimative Macht, um neues Leben zu schaffen. Schaut euch das an. Perfekt terraformt. So sieht's aus, Leute. Gut, dann würde ich sagen, ja, das war's mit Spore, Leute. Die Statistik sieht so aus. Die Stunde ist auch voll. Aber das passt schon so. Froschireich hat Erleuchtung erfahren. So sieht's aus, Leute. 7 Raumschiffe zerstört. Wir haben 3 Milliarden Jahre, 365.252.700 Jahre gespielt. Ich lasse mich jetzt von... Schaut mal hier. Ich lasse mich jetzt von denen vernichten. Die brauchen aber relativ lange, ne? Um mich kaputt zu machen, ja. Die brauchen relativ lange. Gut, Leute.
Sein Schiff langsam, ja, zerstört. Gut, Leute, wir kehren nach Hause zurück. Kriberne. Hä? Ach so, ja, okay. Ja, Leute. Wir haben die Erleuchtung. Wir haben den Stab des Lebens. Der lädt auf. Und somit ist Bohr zu Ende. Ich fliege noch ein letztes Mal zu meinem Heimatplaneten. Kehre zum letzten Mal dorthin zurück, wo alles angefangen hat. Ich denke mal, das war hier. Das war hier, ja. Das war hier, Leute. Ich kehre hier zum letzten Mal in diesen Sumpf zurück. Hier hat alles angefangen. Hier unten im Wasser. Genau, Leute. Dann. Ja, bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als vielen Dank zu sagen bei allen, die das Let's Play geschaut haben. Hier, Spore. Das war ein wirklich richtig mega geiles Spiel. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und wir sind wieder hier in dem Gezeitentümpel, Leute, wo wirklich alles angefangen hat, wo alles begonnen hat. Hier noch schön mit unserer Stadt. Ne, die war es nicht. Ich glaube, es war die. Es war die hier, Leute. Das war unsere erste Stadt. Alles klar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank an alle, die es zugeschaut haben. Wenn euch das gefallen hat, das Projekt, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann möchte ich mich nochmal bei allen bedanken. Und ja, dann hoffe ich, dass ich euch bei einem meiner nächsten Projekte nochmal sehen kann, ne? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spor. Die Krogs greifen, jetzt am Ende greifen die Krogs natürlich nochmal an. Aber es ist egal. Gut, Leute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.